Und damit hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und endlich, ich kann es kaum erwarten, obwohl ich ja nicht so viel Zeit zwischen der letzten Folge und dieser Folge hatte wie ihr, aber mir juckt es in den Fingern, ich freue mich drauf. Kurz bevor wir loslegen, natürlich einmal kurz hier nochmal reingeschaut. Ich glaube, das ist relativ klar, dass man F1 drücken kann, dann bekommt man eine kurze Info. Wie man durch diese Pages, Online-Hilfe, das war's, durchgeht. Ist eine kurze Geschichte, aber soll ich die euch vorlesen? Nee. Die Modi, also eigentlich genau das, was im Handbuch auch steht, ist hier nochmal drin. Was nicht unüblich war bei Shareware-Spielen. Die Optionen sind jetzt auch ein bisschen, naja. High und Low Detail, das ist, ich glaube, die Effektqualität, Auflösung der Sprites und so weiter, müsste man wahrscheinlich im Flight ausprobieren. Und die Order-Infos, die natürlich genau das gleiche nochmal sind, wie das, was wir eben schon gesehen haben. Also von daher, oder? Ich glaube, das ist das gleiche. Also der Song ist jetzt nicht so der Hit. Gut. New Mission. Callsign. Nee, Name. Callsign. Wenn ihr auch mal euren Namen hier onscreen sehen möchtet, dann kommt jeden Dienstag und jeden Freitag, also nicht jeden, sondern kommt einfach mal bei Twitch vorbei. Weil nur so, oder ihr schreibt in die Kommentare, aber die YouTube-Kommentare sind so, bei Twitch kann man halt dann schon ein bisschen netter sich unterhalten. Und dann, wenn ich euch oft genug lese, kommen auch mal eure Namen darin vor. Und immer gut hydrieren. So, ich hatte schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich ein riesen Shoot'em-up-Fan bin, aber super schlecht daran. Darum spielen wir das Ganze auf Rookie. Seht es mir nach, es gibt bestimmt viele, die das viel besser gemacht haben, die viel besser in diesem Spiel sind. Und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Captain T-Wurst. Und ja. Schaut euch das an. So, hier sind wir in dem Hangar und deswegen war das in dem Handbuch jetzt auch nicht so erwähnenswert, weil hier mit den Cursor-Tasten kann ich hier einfach durch die Position klicken oder ich kann hier mit der Maus direkt anklicken, aber da verpasst man jetzt auch nicht großartig was. Hier kann ich den Piloten speichern. Klar. Und hier kann ich in den Supply Room. Harold's Death Emporium. Welcome to the one and only automated One-Stop-Shop. So schnell war ich gar nicht. Und hier ist der Shop. Ich habe aber kein Geld. Also doch, ich habe 10.000 und man könnte sich jetzt ein Energiemodul schon kaufen. Oder aber einen Ionenscanner. Aber nee, das Energiemodul habe ich sogar, oder? Ich glaube, ein Energiemodul hatte man. Egal. Brauchen wir auf dem Anfang nicht. Wir fliegen jetzt direkt in die Mission. Und wir fliegen per Autopilot. Und das ist es schon. Ihr seht, ich bin sehr gut im Aufsammeln von den Schüssen. Ich spiele, wie gesagt, mit Tastatur, weil damals hatte ich auch kein Gamepad. Nur ein Flightstick. Ach, jetzt keine Kombi. Ich wollte gerade die Soundeffekte ein bisschen leiser stellen, die Musik ein bisschen laut. Also, ihr wisst, was ich meine. Das hier sind die... Ihr seht das? Dollarzeichen. Hier gibt es schon mal ein neues Energiemodul und ihr seht, das Energiemodul füllt auf der rechten Seite die, ja, HP wieder auf. Ich wollte kurz Schilde sagen, aber ein Schild gibt es extra. Wir können auch Bodenziele angreifen. Hinterher haben wir unterschiedliche Waffensysteme, die wir mit Alt, glaube ich, durchwechseln können. Aber soweit ist es jetzt noch nicht.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie weit ich hier kommen werde. Also, wie gesagt, ich werde mal das Video von Daniel in der Videobeschreibung verlinken. Also, wenn das dann durchgespielt haben sehen wollt, dann müsst ihr das bei Daniel schauen. Bei mir ist das so ein Sommerloch-Lückenfüller mehr. So, jetzt gibt es Raketen dazu, die sind aber nur für die Luft. Ich kann auch nicht unterscheiden, ob ich MG oder Raketen, ich schieße immer beides. Aber das ist ja auch jetzt nicht unüblich, Genre-unüblich. Hier kommen jetzt Minen. Da helfen natürlich die Raketen schon ganz gut. Luftminen. An den Schatten kann man schon immer gucken, wo man dann hinschießen. Vorher schon, bevor die Feinde im Screen sind, fand ich damals schon eine sehr clevere Art und Weise, um dem Spieler so ein bisschen zu helfen. Also die Musik ist viel zu leise, das muss ich gleich nochmal ändern. Wer sich jetzt fragt, ja, aber der General MIDI Soundtrack klingt viel besser und so, da gibt es Playlisten bei YouTube, da könnt ihr euch den General MIDI Soundtrack auch gerne anhören. Also gerne, ist mir egal, ob ihr den anhört oder nicht. Ich kenne das halt nur mit Soundblaster FM Synthese und deswegen gibt es bei mir eigentlich alle Spiele auch nur mit Soundblaster oder Adlib halt eben. Mit OPL 2. Ihr seht, ich bleibe immer am unteren Bildschirmrand. Ich weiß nicht, ob man das unter den Profispielern, Daniel, so macht. Ich mache das so. Nicht optimal, aber es muss reichen, ne? Am Ende von jedem Level gibt es einen Endgegner. Ich glaube, die wiederholen sich auch. Also, ja, man sieht das hier jetzt. Das ist so ein Zwischenendgegner, oder? Nee, das war der. Okay. Ich dachte, der wäre rund in der ersten Episode. Das war's schon. Oh. Ja, das speichere ich natürlich. All purchases will be loaded and installed free of charge. Check the bargains today. Okay. So, 62 Energiemodule und ich weiß gar nicht, 25 kann ich einen kaufen für 10.000, ich habe 51.000. Ich könnte so einen Ion-Scanner kaufen, dann sehe ich bei dem, genau hier steht es, it will lock on and damage indicators for the chip will appear. Also für den Endgegner sieht man so ein bisschen, ich glaube oben oder unten, den Lebensbalken. Ja, pff. Megabomb, keine Ahnung, brauche ich glaube ich nicht. Die habe ich, das sieht man hier, 0 von 1. Die brauche ich nicht kaufen und die würde 63.000 Credit Dollar, was auch immer, kosten. Dann gibt es hier noch das Phasenschild, das kostet 78. Die erste Waffe wäre die Plasma Cannon. Kostet schon 78. Dann Bomben, 98. Air Ground, 110. Und so weiter. Ihr seht, die Preise sind happig. Auto-Tracking Minigun, da müssen wir dann nicht mehr schießen sogar, sondern die Minigun macht das dann selber. Power Disruptor, ich weiß die auswendig alle gar nicht mehr, die ganzen Waffen. Ich glaube, der Death Ray war das teuer. Ah ne, den Twin Laser gab es noch, genau, ja. Aber ich glaube, diese Waffen, ich habe es schon mal durchgespielt. Ich habe es damals auf dieser Einstellung halt durchgespielt, auf Rookie. Und ich glaube, diese konnte man sich nicht leisten. Und ich glaube, die bekam man auch so im Spiel nicht. Also würde ich sagen, wir haben ja gespeichert, wir gehen aufs Ganze und fliegen die nächste Mission auch nochmal. Aber mit dem Equipment, was wir jetzt haben. Ach, warte. Nee, jetzt. Ich breche nochmal ab. Kann ich hier, genau, ich möchte jetzt Game Options. Also ich mache die Musik. Lause. Und das ein bisschen leiser, oder? Da weiß ich jetzt nicht, wo ich bin. Ich klicke, bevor ich auf Delete komme. So.
Ja. Ist das besser? Ich hoffe. Nicht so richtig, ne? Oh, die sind. Die kann ich mit meinen Reaktionszeiten nur kriegen, wenn ich in der Mitte bleibe. Das Spiel hat zwei Ebenen. Natürlich oben und unten. Also Luft- und Bodenziele. Es gibt, glaube ich, keine dynamischen Bodenziele. Die sind immer statisch. Die schießen zwar auch, es gibt Turrets und so weiter, aber jetzt, ich glaube, es gibt, wenn ich mich recht erinnere, keine Panzer oder sowas, die irgendwo hin und her fahren. Oder Luftabwehrfeuer, das von links nach rechts geht. Und in dem Moment fährt ein dynamisches Ziel durch den Bild. Okay, es gibt doch welche. Komplett vergessen. Dann kriege ich da drüben nicht mehr die Hütte. Immer so ein bisschen einmal einschwenken, damit man die Rakete abschießt und dann aus deren Raketenradius raus ist. Ich werde aber auch auf jeden Fall nochmal mit dem Joypad testen, ob das einfacher oder besser ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir konnten das alle nicht so richtig gut. Wir sind halt damals schon, und ich denke, deswegen bin ich das auch, mehr die Simulationsstrategiespieler gewesen. Da war halt sowas nicht drin. Das ist einfach nur hier Kohle, oder? Ich glaube, das war nur Kohle. Ich glaube, das sollen einfach so zwei Gewehre sein. Wir haben früher immer gesagt, das sind die Notenblätter. Irgendwie hat mich das an Notenschlüssel erinnert. Wunderschöne Explosion. Die VGA-Grafik finde ich echt hübsch. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was Cygnus vorher für Spiele gemacht haben. Die waren nicht so hübsch. Also, müssen irgendwie den Grafiker gewechselt haben oder das Grafikprogramm oder so, keine Ahnung. Raptor ist richtig hübsch. Die haben später auch noch, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, Demon Star gemacht und dann noch Secret Missions 1 und 2. Ah, Secret Missions 1 und, na, 2 dafür, aber, oh, gerade noch geschafft. Den habe ich aber, ja, habe ich alles eingesammelt. Und dann noch zwei oder drei andere Spiele, die auch so 3D-Elemente hatten. Dann, ich glaube, das letzte war halt Demon Star Secret Mission 2, irgendwie 2001 oder so. So. Safe. Jetzt wird's schon eng. 5 Energie. 25, also wir müssten eigentlich, um voll zu werden, 40.000 ausgeben. Dann haben wir nur noch 90. Das ist schon echt viel, was wir ausgeben müssten. Die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es gibt auch keine Informationen über die Waffen. Das ist nur hier dieser Text. Bei dem, ich glaube, die Bomben und diese, die bekam man so in den Missionen auch. Die Micro-Missiles waren auch ganz cool, glaube ich. Also die Raketen, die würde ich alle nicht kaufen. Ah, its only disability is that it was not designed for ground target acquisition. Ich glaube aber, dass die, also, dass man kein Gunpylon hat, also, oder Gunpod hat. Diese Cannon-Waffen, die tauschen, also die würde jetzt das MG ersetzen. Mit dem MG kann ich ja im Moment noch Luftziele treffen, mit diesem könnte ich dann keine mehr treffen.
Scheint mir ehrlich gesagt kein guter Tausch zu sein. Ja, always equipped steht auch drunter. Special, ja, und die sind selectable, genau. Und die Waffen könnte ich selecten, genau. Die ersetzen auch das MG. Sowas wäre hier halt gut, ne? For aerial skirmishes, das sind Scatter Missiles. Die, den Luftraum befüllen, sozusagen. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich würde 1, 2, 3 von den Energiemodulen kaufen und hoffen, dass die nächste Mission nicht so hart wird. Aber warum sollte sie nicht so hart werden? Schauen wir. Sektor 3. Ach, jetzt habe ich wieder die Musik nicht verändert. Warum zum Henker habe ich keine Raketen mehr? Habe ich die verkauft aus Versehen? Was? Warum? Okay. Das muss ich noch mal im Schnitt nachher angucken. Ich habe die nicht verkauft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht verkauft habe. Ja, hier gibt es nämlich jetzt die... Genau, Bodenraketen, Luft-Bodenraketen. Aber ich habe jetzt keine Luft-Luft-Raketen mehr. Warum, verstehe ich nicht. Waren die nur... Hat man die nur in der Mission behalten? Na, das wäre ja völliger Quatsch. Finde ich jetzt... Bin ich jetzt... Jetzt... Also... Bin ich leicht angenervt. Ach... Ja, ohne Luft-Luft ist das hier schon unangenehm. Aber ich wollte euch eigentlich auch nur mal die Absturzsequenz zeigen. Die Bodenziele sind kein Problem mehr. Aber die Minen, ihr seht, wie lange die schon brauchen, ne? Das ist das erste Geschütz, was wir sehen, glaube ich, über den Weg läuft. Ihr seht, die Kommentare werden weniger. Ich muss mich konzentrieren. Ah! Geh weg! Ah. Also mit Luft-Luft-Raketen war die Taktik, glaube ich, also nur nochmal Energie für, zu kaufen, gar nicht so schlecht. Ach, die. Jetzt weiß ich's. Okay, die. Stimmt, ich erinnere mich. Wenn man unter ein Viertel sinkt, dann verliert man die Waffen. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt erinnere ich mich. Deswegen habe ich jetzt auch keine Bodenwaffen mehr. Alles klar. Also... Bin mir nicht sicher, ob das damals schon so eine nervige, als nervige Mechanik von uns erkannt wurde. Aber ich, die ist völliger Quatsch, denn ich meine, musste eh neu laden. Also, die Mechanik, dass du dann die Waffen verlierst, ist völliger Quatsch. Musst eh neu laden, weil nur mit dem MG kommst du in der nächsten Runde ja nicht weiter. Und im Zweifel hast du ja gerade dein ganzes Geld für die nächsten Waffen ausgegeben. Also,
hätte man auch den Lebensbalken einfach um ein Viertel kürzen können. Okay, das heißt aber, beim nächsten Mal können wir nochmal von vorne anfangen. Jetzt erinnere ich mich aber richtig, weil dann hätte ich das nicht speichern dürfen. Aber ihr seht ja, das geht ja ruckzuck. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Nostalgie und bleibt vernünftig und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Jetzt aber wirklich. Macht gut, tschüss.